Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute, meine lieben Freunde, kein geringerer als der beschissenste YouTuber Deutschlands, AYFG. Alter! Junge! Hi. Ich habe gerade meine Banane reingepustet, da kam dieser Sound raus. Oh mein Gott! Ach du Fahr, das kann gar keine Banane sein, Junge. Das ist eine Banane. Aber keine echte. Das werden wir dann sehen. Leute, ja. Wir schauen uns heute wieder was richtig Leckeres an, und zwar Trimax Minecraft Feld. Geil. Wir haben jetzt gemeinsam eine richtig fette Session Skyblock gemacht und... Ich bin immer noch ein bisschen krank. Deshalb würde ich sagen, schauen wir doch heute mal ganz was rein. Und ich würde sagen, try not to laugh. Let's go, Lukas. Heute schauen wir uns wieder mal Trimax Content an. Auf geht's. Bist wieder so hyperaktiv heute, ne? Try, Leute, moin, Max hier, ganz genau. Macht dir das Spaß? Ich hab einen Conductive Iron, Junge, du kannst mir die Füße küssen. Ich hab das Spiel durch. Der letzte weiß nicht, Folge Sky Factory 3. Wir haben es geschafft. Was bringt denn Conductive Iron? Was ist denn das? Das weiß ich gerade nicht, aber ich weiß nur. Ah ja, Max, ah, ja. Grüße gehen raus an den Trimax Pro. Da war keine Ahnung. Ich hab gerade Holz. Oh mein Gott, ich erinnere mich an die Szene. Ich sterbe! Ja, dann bau doch ab! Mach das. Ich sterbe! Guck mal, wie er pennt, guck! Also stirbst du? Oh mein Gott! Ich wurde von einem Baum eingewachsen. Alter, ich hab... Ich wurde von einem Baum eingewachsen! Genau, Max, darf ich erstmal ein kleines... 2,5 Leben nur noch. Oh oh. What the f***? Das ist ja total gefährlich. Top, nein! Ist es nicht, man geht einfach da weg. Es ist kein bisschen gefährlich, Digga. Okay, so. Glaubst du, so ist schon jemand schon mal im echten Leben gestorben? Let's go! Der hat zu lange auf einer Stelle gechillt, bis ein Baum in ihn durchgewachsen ist. Dauert ein paar Jahre, ne? Nee, das ist nicht passiert. Obwohl, wenn jemand lange irgendwie im Koma... Klar! Der denkt wirklich darüber nach, dass das passiert sein könnte. Max, es ist noch nie jemand durch einen wachsenden Baum gestorben. Nicht mal Bambus, Alter. Nicht mal durch Bambus, Junge. Wäre aber geil, Alter. Einfach an einem Baum. So, oh, lag 4 Jahre im Koma. Die haben wir im Wald liegen lassen. Jetzt Junge, was labert der? Der ist tot. Was ist mit dem? Nee, oh, oh, wir werden angegriffen. Der schielt. Ey, er schielt. Man sieht immer Max richtig an, wenn sein Gehirn arbeitet, Alter. Das ist so insane. Man sieht wirklich, wie er versucht, oh, nachzudenken, Junge. Ey, wer ist das? Hä, aber du meintest doch, Windmill ist super easy. Wer ist Quetzi? Wer ist das? Wer ist das? Guck mal, Max. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Er rafft nicht, dass es ein Mob ist. Der versteht gerade die Welt nicht mehr. Der Junge ist raus. Das ist ein Mob. Das ist ein Mob. Junge. Digga, googelt der gerade? Was? Lord. Es gibt keinen Menschen, der so ein langsames Gehirn hat wie Trimax, Alter. Ey, ich war ja mit Mindmax zusammen bei, wer weiß denn sowas, mit Kai Pflaume, Leute. Der Vlog ja. Hier nochmal verlinkt, ne? Alter, waren da Momente in dieser Show dabei. Da waren wieder richtige Trimax-Moments vor dem Publikum. Absolut. Ich muss das mit Blöcken in echt bauen, nicht in... Verstehst du was? Was? Bitte redet Deutsch. Nee, das musst du verstehen. Wie ein Enderportal. Ich muss es bauen. Ah, nicht ein Enderportal kann man nicht bauen. Ja. Meine nächste Aufgabe ist auch bauen. Max? Jetzt merkt er gerade, da wurde ich hops genommen. Ey, der ist wirklich die ganze Zeit nur Mimik schieben. Der sagt nichts, der macht nichts. Der hat die ganze Zeit in diesem Projekt nichts gemacht. Außer reingeschissen, du Scheiß, Max. Und sowas hat so viele Zuschauer. Ich finde das so feierbar. Ich finde das so geil. Ich darf ich hier reinspringen oder kriegt der Schaden? Ich weiß es nicht. Probier's aus. Probier du es aus, bitte. Ah, Blut, Digga, das ist Blut. Das ist verunreinigt. Das kommt jetzt kein Gold mehr raus. Du hast es verunreinigt. Blutgold. Blutgold. Max. Ah ja. Max? Bruh. Aber er gehört schon auch zum Building Team, oder? Dieser Vollidiot. Wie du diese Windmühle einfach auf den Boden setzt. Scheiße. Und jetzt? Guck mal. Erst mal so eine Minute so guckt und dann. Scheiße. Alter. Mach, helf ihm mal, es ist Notfall. Alter, es ist immer das Gleiche. Er macht immer Scheiße, Alter, und dann müssen wir ihm helfen.
Ich könnte kotzen. Stopp. Oh, ich war fast wieder lost. Ist die Wand an. Ich brauch viel mehr Kupfer, Junge. Bist du auch irgendwie dumm oder was? Wen schreit denn da an? Ich nehme den Kupfer raus und anstatt, dass du mal sagst, Entschuldigung, lass meine neue Schmelze benutzen, damit wir das verdoppeln können. Wie er ihn noch anschreit, weil er selber da nicht drauf kommt, Alter. Könnte was dafür, Digga. Pack sie rein. Oh, wie er das noch einzeln da reintut, das triggert mich so, Alter. Man kann das da... Das ist einfach... Ja, aber guck mal bitte, er kann doch nicht mal eine Maschine antreiben. Ich hab irgendwas falsch gemacht. Der kriegt doch nicht mal eine Maschine wohl. Guck mal, wie viel Strom das produziert. Gar kein. Das ist so ein riesen Windrad und der kann nicht eine Maschine antreiben. Was lernt man daraus? Jo, auf erneuerbare Energien, brennen die Wälder nieder. Ganz und genau. Und Kohle und Öl, Max. Alter. Das ist ganz ja gar genau. Nichts. Das ist eine Mobfarm. Achtung, die zwei yep. Mobs! Das hat eine Mobfarm, glaube ich, so an sich. Das sind nur Creeper, pass auf, nicht reinschauen. Das ist so behindert. Die haben einfach, diese zwei Behinderten haben einfach einen Raum gebaut, ja? Der komplett dunkel ist. Und die ganze Zeit Monster gespawnt. Aber die haben halt die Mobs nicht abgefarmt, sondern die sind halt einfach nur da gewesen. Und die Mobs, wenn wir da reingegangen sind, haben einen getötet. Das war Romatras Mobfarm. Geil! Kein Wasser oder sowas? Gar nichts, nein, nichts. Wir. Da hat er aus den Stein geworfen. Achtung, jetzt hat er was. Guck mal, jetzt hat er was entdeckt. Schau mal, schau, siehst du das? Sieht unser Lächeln, Digga. Hela. Das ist das schon? Gib mir die Hau, Max. Ho. Guck mal, wie langsam er ist. Guck mal. So, Lukas, hier. Fortnite fällt jetzt diesmal. Ja? Komm, einfach mal weiter geht's. Rein. Ah, hier, auf Modern Warfare. Pass auf, warte, schauen wir mal hier rein. Wie scheiße sind wir? Warte, ich bewerfe ihn jetzt mit der Splitterrate in den Kopf. Ich auch. Was? Das geht nicht. Einfach so ein Stein gehen in den Kopf. So, Achtung. Ich hab eine Shotgun, ich hab nur eine Aber was? Ich hab nur eine Ganz genau, Max. Komm schnell, bitte. Guck mal, was macht der denn? Warum schießt du denn nicht, Junge? Alter, bist du... Wir machen beide... Nee, ich spiel nicht mehr. Nee, ich muss aber Max. Noch spielen. Nee, das ist aber doch Scheiße, Mann. Das ist so Scheiße. Wieso schießt er? Er rennt einfach weg. Ich bin so ein du hättest, den hätten wir doch easy Diese holen Zeit können, oder? An einer Kiste. Ich krieg nicht ja, aber ich dachte, ohne Scheiße, der wäre gut. Das kann das Nein. Ist nicht gut. Ich bin Nein. so schlecht. Ja. Richtig. Drei Jahre und bin so schlecht. Und dann krieg ich eine 3-Schuss. Hey, war der nicht echt mal gut? Nein, der war nie gut. Wir haben doch immer alte Clips geguckt, oder? Da war der okay. Wirklich, das ist krass. Das ist extrem schädlich für meinen Körper. Das extrem? So ein Stress aus. Schädlich für seinen Körper. Sein Körper ist es, ja. Ich sehe in 2 Jahren aus wie 50. Big Fortnite. Oh Gott, was ist das schon wieder? Der steht hier. Ja, die stehen hier beide, jetzt sind beide tot. Oh, da habe ich reingesackt, da habe ich richtig reingesackt, Digga. Er ist tot. Da habe ich reingekackt. Was? Das Medi hat nicht gekickt? Ja, da war... Müllgame! Müllgame, Alter! Müllgame, Digga, Medi ist durchgegangen! Ey, überleg grad erstmal. Max! Spasti, Spiel! Wie dein Medi ist nicht durchgegangen. Digga, das Medi ja, ist da hab ich reingeschissen an der Stelle. Das Medi ist nicht durchgegangen? Junge, warum feiere ich deine Reaktion so? Achtung, Max, so jetzt die Minis. What the f? Nee, Mann, nee, ich hab das. Das gibt's nicht, ich hab das neu gebindet. Ich habe noch nie. In Fortnite Chapter 2 ein Dach gesetzt. So, jetzt hab ich's gesagt. Es ist keinem von euch aufgefallen. Ich habe noch nie ein Dach gesetzt. Wer hat gefragt, Junge? In Fortnite Kapitel 2. Warum? Ja, egal. Modern Warfare. Soll ich hier reingehen? Soll ich hier reingehen? Nee, klar, nein, einfach rein. Das macht Schaden. Ja, natürlich, Junge. Das ist Feuer, Alter. Ich weiß nicht, feuerfeste Kleidung oder so, weiß ich nicht. Feuerfeste Kleidung. Max. 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 Ja. Zieh doch noch länger. Nope. Ey. Wer war das? Wer war das? Killstil. Okay, hier wieder Max und ich gemeinsam Fortnite. Stress ich gerade mit, oder? Was passiert jetzt schon wieder? Bin ich zu gut zu dir? Zu viel Stuff. Bin ich nicht gewohnt. Markierst du viel da erst? Liegestütze. Na, das Problem ist halt, meine Männer-Titten ziehen mich so runter, weißt du? Haben die Gravity? Ja, die haben richtig Gravity. Das ist Max, Guck mal. Gib doch direkt irgendwelchen Bots einfach. Digga. Ja, da war ich wieder sauer, stark. Da, 10.000 IQ. Oh, was macht er jetzt? Was macht er jetzt, Digga? Er steht in der Zone. Oh Gott, Alter. Der hat einen Wallhack erstmal? Ja, wahrscheinlich Wallhack, wenn der Raketenwerfer zinkeln würde. Er setzt sich selber eine Wand vors Gesicht und dann schießt er dagegen, Alter. Das ist so dumm. Warum
gelacht darüber, Digga. Ich hab mich geschossen, gebaut und mich selber getötet. Ja. Alter, das ging in Season, das ging in der letzten Season nicht. Ah, hier, jetzt macht ihr hier wieder... Minecraft, okay. Pass auf, es geht... Guck mal, seine Eimer werden weniger und stacken sich im Inventar und er rafft. Das sind so Sachen, die kriege ich alles nicht mit, wenn das passiert. Guck mal. Warum? Er rafft's nicht, dass dein Inventar voller Eimer ist. Digga, warum? Er hat richtig Lust. Das war er hat bis heute nicht verstanden. Achtung, hier. Ich hab ihn in der Box noch. Sag mal kurz danke. Danke, Mann. Der andere putzt hier aber auch. Oh, diese Reaktion. Oh. Oh. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr Fortnite spielen. Ich werde zu aggressiv. Ich hab den anderen so einen Quickscope gegeben. Dafür möchte ich eine riesige Belohnung bekommen. Nee. Oh Gott, oh. Dass ich treffe. Habt ihr das gesehen? Ich war richtig lässig. Ich hab mich direkt umgedreht. Wie lässig war das? War schon lässig, Digga. Das war schon nicht schlecht. Ich bin zwar scheiße, wenn ich 50% Snipe-Präzision hab, dann bin ich ein guter Duo-Mate. Du rusht und so, und wenn ich jeden vorher einen Snipe drücke, haben die alle nur 100 Leben und dann machst du die easy weg. An der Stelle, Max, genau das ist nicht der Fall. Du bist kein guter Duo-Mate, du machst immer dein eigenes Ding. Leute, ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen nach oben, da schaut nicht bei Vive vorbei, aber bei Trials. Danke dafür, Digga. Nein, Lukas, schaut bei Vive vorbei, Leute. Ihr habt's gehört. Bei mir habt ihr es zuerst gehört. Creator-Code Revinzer, ihr wisst Bescheid. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Peace.